Hallo Fans und Freunde der WNA. Ich suche gerade mein Auto, weil ich keine Ahnung habe, wo ich diese Kiste hingestellt habe. Denn ich fahre auf die hohe Warte. Wir drehen heute den nächsten Teil der Vienna News, um euch am Laufenden zu halten. Ja, Vienna heißt zwar spielfreie Zeit, aber es gibt viel zu tun. Es hat sich auch vieles geändert und darüber will die Vienna euch informieren. Da zeige ich euch sozusagen die neuesten Bilder. Und ich möchte euch gern zeigen, wie es mit dem Dachausbau ausschaut und was es da auch Neues gibt. Also, bleibt dran und kommt mit! Mit Vienna News fertig geworden. Ein super Dreh. Auch noch sehr nette Interviews gemacht mit dem Kevin und mit dem Jirschi. Ja, jetzt bin ich fertig mal für den Tag. Jetzt geht's ab zum Schneiden und dann könnt ihr das alles auf den Social Media Kanälen der Vienna sehen. Auf Facebook. Also, bis zum nächsten Spiel. Ciao. Ich bin gerade am Weg ins Nachwuchszentrum in die Spielmanngasse. Hier gibt es heute ein Testspiel gegen Weiden. Letzten Samstag gab es schon ein Testspiel, da war ich leider nicht dabei. Da haben wir 1-0 gewonnen. Heute wird es hoffentlich auch ein positives Ergebnis geben. Das Vienna News Video habe ich fertig geschnitten. Das werdet ihr demnächst sehen. Ich glaube am Mittwoch oder Donnerstag kommt das online auf Facebook. Ist gut geworden, sehr schön geworden, viele Informationen, bitte schaut euch das unbedingt an, da gibt es wirklich einiges Neues. Ich glaube, wir können eine spannende Saison erwarten. Also, auf zum Testspiel gegen Weiden. Das Testspiel gegen Stripfing ist zu Ende, leider verloren, 2-1, aber schöne Aktionen, gutes Spiel gesehen. Abonniert den Kanal, wenn euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über ein Like von euch und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Spiel. Also, bis dann!